Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und so wollen wir heute wieder so ein kleines Kisten-Opening machen. Ich will mir einmal heute meine Mythic Plus Kiste und ich glaube PvP-Kiste müsste ich auch noch haben öffnen. Und zwar müsste es diesmal wirklich die erste von der dritten Season sein. Das hatte ich ja das letzte Mal schon angenommen. Aber da war die Season zwar schon draußen, aber anscheinend die Kiste noch von der letzten. Dementsprechend gab es da, glaube ich, nur ein 4-10 oder 4-15er Item. Diesmal müsste wirklich was Höheres drin sein. Ich glaube, ich müsste ein 4-40er kriegen. Hoffe ich zumindest. Wenn wir jetzt dann gleich mal reingucken. Ich war letzte Woche fleißig und habe zumindest mit so Russen mir einen 10er durchgevibed und den depleted. Mal schauen, ob ich jetzt die Essenz kriege, die ich haben wollte. Und zwar geht es da noch um die Mythic Plus Essenz. Da habe ich irgendwie das letzte Mal das ein bisschen verkackt, ja, und habe die da nicht rausbekommen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich sie hier rauskriege. Und dementsprechend, ich hoffe, aus der PvP-Kiste kriege ich auch eine Essenz. Und ich hoffe, ein gutes Item hier. Na, und was ist jetzt drin? Okay, es ist ein Ring drin. Der ist auf 440. Master Reverser! Yes, ich habe Master Reverser Ring gekriegt. Ah, oh, danke Gott. Master Reverser. Gott sei Dank. Also, Master Reverser sind meine beiden besten Stats, ja. Also Tank-Stats. Und ich habe, um das mal zu demonstrieren, habe ich hier, ich habe 4 bzw. 2% Verser, weil ich auf keinem von diesen Scheiß-Items Verser drauf habe, weil in dem neuen Raid irgendwie kein Verser droppt. Und Ringe sind die Items, die am meisten Off-Stats haben, beziehungsweise Sekundär-Stats. Und dementsprechend ist das natürlich sehr schön, dass da Verser und Mastery drauf ist. Gut, heißt, den kann ich auf jeden Fall brauchen. Ring ist sehr, sehr gut, ist jetzt nicht hochgerollt, aber 440, wer Mods da? 440 mit Top-Stats, also da kann man sich nicht beschweren. Und jetzt bin ich, jetzt geben wir mal wieder ein bisschen, jetzt muss ich wieder angeben, weiß der Taylor nur immer am Angeben. Hat er jetzt 428 theoretisch als Max-Gear, das ist relativ hoch, würde ich sagen. Ich habe gekriegt hier Schrein des Sturms, 9er und ich habe hier 5 Essenzen bekommen. Okay, und ich brauche aber 15, dass ich das zusammenbasteln kann. Gut. Und warte mal, jetzt muss ich mal nochmal gucken, wegen der PvP-Essenz, welche das war. Nee, die Mythic Plus-Essenz, welche war denn das? Habe ich da schon die Zweier? Ich glaube schon, ne? Ja, ist es das hier? Das ist, glaube ich, die Ding, oder? Genau. Da muss ich jetzt einfach Games, so lange Mythic Plus machen und die Kisten öffnen, bis ich genug Essenzen habe, so wie das scheint. Okay. Gut, gut. So, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal noch, was es aus der PvP-Kiste gibt. Ich vermute, da kriege ich jetzt kein sonderlich tolles Item raus, weil ich nicht viel Rating gespielt habe. Das habe ich jetzt eher wegen der Essenz gemacht. Und jetzt werden wir mal gucken, ob es da was Tolles raus gibt. So, machen wir das mal auf hier. Und? Kriege ich jetzt nichts? Hallo? Ich will Loot haben. Moment. Habe ich jetzt keinen Loot gekriegt? Ah, da kommt was. Ein 4-15er habe ich gekriegt und die PvP-Essenz. Okay, die wollte ich haben. Das 4-15er-Item, ja gut. Was hat denn das an Trades drauf? Schauen wir uns das mal an. Also das ist jetzt, haut mir jetzt nicht vom Hocker, aber wie gesagt, ich habe halt so gut wie nichts dahingehend gemacht. Okay, das ist, naja, was haben wir hier so? Ja, Leute, ich glaube, das werden wir wohl scrappen, das Ding. Außer ich kann es vielleicht mit den Marken hier aufwerten. Ich weiß jetzt nicht, ob das was gibt. Es gibt ja hier diese Marken. Da weiß ich nicht, ob man auch hier. Oh, 40 Stück brauchst du da. Puh, okay. Ja, ich glaube, das wird zum Scrapper wandern. Weil die Trades sind nicht gut und ja, für 15, was es ist, ist halt auch jetzt nicht sonderlich berauschend. Ja, aber dafür habe ich jetzt die PvP-Essenz bekommen. Deswegen hatte ich ja auch ein bisschen Zweier gespielt gehabt, um das hier zu kriegen. Und da müssen wir jetzt einmal zu Magni, um dementsprechend, ja, hier die Sens einzulösen. Da kann ich nämlich einen Haufen mehr E-Schaden machen. 25% mehr Schaden auf Prankenhieb und Hauen habe ich da, solange ich einmal Zermalmen drauf mache, und zwar für 6 Sekunden. Heißt, wenn man immer wieder Zermalmen drauf haut, kann man einen Haufen mehr reiner E'en. Ist eine super Sache für AE-Cleaves. Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass das im Mythic Plus sehr, sehr gut sein kann, weil man dementsprechend da ja kontinuierlich Mobs cleaven kann. Dementsprechend, ja, habe ich es mir dafür mal geholt. Beziehungsweise gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Bosskampf im Raid, wo man ein bisschen AE-Cleave hat. Genau, das war's mit dem kleinen Opening.
Hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Schreibt mir mal, was ihr für ein krasses Item aus der Mythic Plus Kiste rausgekriegt habt. Das würde mich mal sehr interessieren, ob bei euch irgendwas noch krass hochgerollt ist oder ob ihr Sockel diverses drauf habt. Und ja, damit wären wir durch. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.